Hallo und herzlich willkommen hier auf dem MidiBenny Channel. Wenn du in Assassin's Creed Unity die mysteriösen Mordfälle spielst und plötzlich ist das letzte wie hier ausgegraut. Damit man die mysteriösen Mordfälle komplett und zu Ende spielen kann, muss man zuerst diese Assassinen-Mission hier in Porte Saint-Denis. Die sind unter Pariser Geschichten abgelehnt und wir müssen Mein Königreich für ein paar Huren zuerst spielen. Wenn wir das erledigt haben, müssen wir an dieser Stelle des Songs Begnadigung spielen und die taucht auch erst dann auf, wenn wir die andere zuvor erledigt haben. Und wenn wir Dessins Begnadigung gespielt haben, dann taucht die Mission Sadistische Erpressung hier in Porte Saint-Denis im Ventre de Paris auf. Diese dritte müssen wir eben auch spielen, um die Leiche im Bordell freizuschalten. Wie aufwendig die Missionen sind, das skizziere ich jetzt hier in diesem Zusammenschnitt. Also hier in Porte Saint-Denis erstmal Mein Königreich für ein paar Huren. Lieber Arnaud, ich weiß, dass ihr einen Sinn für Gerechtigkeit und dergleichen habt. Wir hören mal eben kurz in das Briefing rein. Da ist ein Mann, Grignot, der direkt nördlich von hier einen Ring von Bordellen führt. Seine Mädchen arbeiten unter den grausamsten Bedingungen. Das würde sich vermutlich schnell ändern, wenn ihr ihn seiner ewigen Strafe zuführt. Was springt für euch dabei raus? Oh, Zynismus steht euch gar nicht gut, mein Bursche. Sagen wir mal so, sollten Grignons entzückende Damen plötzlich ohne einen Schutzpatron dastehen? Nun, dann müsste ich mein Königreich geradezu ausweiten, etwa nicht? Wir sollen Grignon aufspüren und das schauen wir uns mal hier an. Also Grignon, da müssen wir ungefähr 200, 300 Meter laufen und da ist Grignon. Und den schießen wir mal eben kurz ab und dann ist die Aufgabe schon erledigt. Aus dem Gebiet fliehen und das war's auch schon. Also die ist recht schnell erledigt. Ja, und als nächstes kommt Sades Begnadigung, aber zuerst mal hier aus dem Gebiet raus und dann schauen wir uns nochmal die Gesamtsynchronität an. Okay, Mission abgeschlossen und dann in der Fortschrittsanzeige anzeigen lassen. Wir gehen aber in mysteriöse Mordfälle und schauen, ob sich da irgendwas getan hat. Nein, immer noch ausgegraut. Aber wir haben jetzt die andere Mission freigeschaltet. Dessins Begnadigung. Die schauen wir uns auch mal eben kurz an. Wir nehmen so einen Zettel hier bei ihm. Und dadurch bekommen wir den Auftrag. Wir sollen den Gerichtsbeschluss finden und stehlen. Dazu müssen wir in dieses bekannte Gebäude rein. Ich glaube im zweiten Stock ist es ein bisschen oberhalb. Also nicht ganz unten. Am besten gehst du über das Dach und holst dir dann diesen Gerichtsbescheid und dann einfach weg. Also auch diese Pariser Geschichten, die Assassinen-Missionen-Symbole, ist recht schnell erledigt. Und dann wird die Mission durch sadistische Erpressung ersetzt. Unerklärliche Verschwinden meines Todesurteils wahrhaft sehr zu schätzen. Und nun schreiten wir zur süßen Rache. Nachdem ihr Grignon ausgeschaltet hat, wurden meine politischen Gegner unruhig. Zufällig weiß ich, dass ein jeder von ihnen ein herrlich anzügliches Geheimnis verschweigt. Hier ist eine Liste mit belastenden Objekten. Wenn ihr sie stehlt, wird Grignons alter verkommener Stadtteil unter meinem Einfluss verweilen. Okay, auch diese Mission, sadistische Erpressung, können wir erst spielen, nachdem wir die anderen beiden erledigt haben. Und wir müssen hier mal einen Gegenstand stehlen. Drei habe ich schon gestohlen. Ja, und die ganzen Objekte sind sehr weit auseinander, also da musst du ganz viel laufen. So, hier ist stellvertretend für die Aufgabe ein Brief. Wir müssen aber auch den Leuten das aus der Tasche klauen.
denn das Problem? Okay, ich habe den letzten Brief eingesackt und gebe das alles ab. Ah, ja. Hab Dank, Arno. Es bereitet mir Freude, meinen Willen durchzusetzen. Ist das falsch? Die letzte mysteriöse Mordfall-Mission findet auch hier an dieser Stelle statt. Wahrscheinlich sind deshalb die beiden Aufgaben miteinander verknüpft. Wir schauen jetzt nach in unserer gesamten Synchronität und unter mysteriöse Mordfälle und voilà, freigeschaltet. Jetzt können wir die Leiche im Bordell spielen. Ab jetzt kannst du den letzten mysteriösen Mordfall lösen. Insgesamt gibt es 15 Stück, inklusive eines DLCs, der da auch ein mysteriöser Mordfall ist. Ja, wir können mal in die Mission reinspringen und reinschauen. Ich werde euch jetzt aber nicht die Lösung sagen, in diesem Video zumindest nicht. Dazu werde ich ein anderes Video machen. Für all jene Leute, die gerade feststellen, oh ja, mir fehlt noch ein mysteriöser Mordfall, den letzten, die wissen ja gar nicht, dass das die Leiche im Bordell ist. Und vielleicht wollen die Leute das auch selber lösen können. Dieses Tier des Hades sollte hier drin sitzen, nicht ich. Das Rätsel. Jo, dann holen wir uns die letzte Belohnung ab, die es so gibt. Wo ist V-Doc? Der ist schon wieder ausgebrochen. Keine Sorge, den fange ich schon bald wieder ein. Er ist recht einfältig. Nicht mehr lang und ihr seht ihn am Geigen baumeln. Eine tote Dirne? Für meine Begriffe kaum ein Verbrechen. Nehmt euren Lohn. So, maximaler Bonus gewährt, schuldige Person ohne falsche Anschuldigung gefunden. Und dazu gibt es Volush. Volush? Ein Schwert oder so? Und da es die letzte mysteriöse Mordfallmission war, bekommen wir auch ein Andenken in der Kammer der Andenken. Und da schauen wir auch nochmal eben. So sieht es also aus. Mysteriöse Mordfälle, Andenken in der Kammer der Andenken. Wir steigern den Wert unseres Anwesens. Ja, und was die Achievements betrifft, also ich habe ja eigentlich gedacht, wenn man alle Mordfälle abschließt und dann auch noch richtig abschließt und immer den richtigen beschuldigt, dann müsstest du doch einfach ein Achievement bekommen, oder? Oder eine Trophäe. Alles bewahrheitet sich, ich sag's euch, selbst dies. Aber nein, wir bekommen ein Achievement für den ersten Fall, den wir lösen. Das war's auch hier zu dem Thema. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag auf YouTube. Er ist auch nicht ganz bei Trost. Er haftet den Ehren, in 9 von 10 Fällen war er es. Verfolgt eure Spuren weiter, ihr schafft das. Zwielichtige Gestalten in dem Fall, hm? Hier ist, was ich habe. Ich warte auf deine Rückkehr, Eivor. Hier gibt es viel zu stöbern. Du weißt, wo ich bin, wenn deine Pflicht erfüllt ist.